bin interessiert in Kunst und Literatur aus meiner eigenen Biografie heraus, weil ich schon sehr früh, sogar in Afghanistan mit 13 Jahren angefangen habe zu schreiben in persischer Sprache. Meine ersten Sachen sind persische Satiren. Insofern trägt das Literarische, das Sprachliche mein ganzes Schaffen. Mich inspiriert in meiner Tätigkeit vor allem der Koran. Der Koran ist für mich, als ich auch sogar ein Kind war, mit meinen ersten Berührungen zum Koran, war bestimmt nicht nur deshalb, weil der Koran eine heilige Quelle ist, für mich als ein gläubiger Muslim, sondern gerade als diese heilige Quelle ist der Koran sprachlich verfasst. Und diese sprachliche Vermittlung ist etwas, was Muslime packt. Also mich hat einfach mein Herz bewegt von Anfang an. Der Koran hat Melodie, der Koran hat Klang, der Koran hat einen Drive, der Koran hat Rhythmus. Ich finde es außerordentlich wichtig, sich künstlerisch zu betätigen. Und das nicht nur künstlich, sondern eben auch einzusehen, dass wir nicht nur dieses Talent haben, auch die kulturelle Welt hier, überhaupt die Kultur in Deutschland mitzuprägen, sondern weil wir was zu sagen haben. Kunst scheint mir als eine dezidierte Weise, auch sich gesellschaftlich zu betätigen, politisch auch eine Stimme zu haben. Wir sind multiperspektivisch verfasst. Wenn Sie an die griechische Tradition denken, die Muslime rezipiert haben, ohne die es überhaupt kein Abendland in diesem Sinne gegeben hätte. Aber sie haben es einfach nicht stupide rezipiert, sondern sie haben es originär weitergedacht. Und genau das erwarte ich von mir, von Jugendlichen, die hier leben, auch hier in diesem Leben auch partizipieren wollen. Engagiert euch, zeigt, dass ihr auch im Sinne der Kunst auch Neues schaffen könnt, dass ihr selbst Rätsel seid, dass man nicht nur sich auch Debatten und Diskurse diktieren lassen soll. Wer Kunst macht, ist kein Opfer, sondern wer Kunst macht, ist derjenige, der auch was eben tätig ist, der auch selbst in diesen Diskurs hineinfindet. Und ich glaube, das können wir und wir können das im Guten. Das